ja, wenn ihr schon gleich nochmal, ich bin noch ein wenig aufgeregt, ich nehme das hier gerade nahtlos auf. Mein Adrenalinspiegel ist noch äußerst hoch. Oh, ja, und ihr seht schon, hier sieht es ziemlich abgefuckt aus. Wir sind beim letzten Mal mit, ich glaube, Ullmann war das, hier mit so einem unfassbar toll sicheren Gefährt durch eine Station durchgebrettert. Und das ist natürlich alles schief gelaufen, was schief laufen konnte. Wie ihr seht, ist das gute Gefährt entgleist. Ullmann ist gestorben. Wir wurden von eine Bazillion Monstern angegriffen und sind jetzt in dieser verlassenen Station hier gelandet. Und weil das natürlich noch nicht reicht, führt der einzige Weg weiter durch dieses unfassbar einladende Rohr. Und das werden wir uns jetzt mal angucken. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin's, euer BeatU zum 150.000 Millionsten Mal. Wenn ihr immer noch nicht wisst, wer ich bin, dann schämt euch. Dann sage ich's nochmal, ich bin's, euer BeatU. Wuhu. Ja, es geht weiter im Metro. Im besten Fall springen wir mal gleich in das Spiel hinein. Und rein geht's. Oh Mann. Ja, meine Shooter-Erfahrung sagt mir wieder, wir nehmen das Schrotflinten-Gedöns. Ja, geht's da weiter? Tatsächlich, dann gehen wir natürlich erstmal wieder in die andere Richtung. Obwohl wir ja schon das einzige Journal haben, was es hier gibt. Vielleicht gibt es ja noch was anderes Schönes. Oh Mann. Ja, riesige Blutflecken. Oh, hier müssen wir, glaube ich, unsere Gasmaske aufsetzen. Chillig, auf jeden Fall. Oh, cool. Und da habe ich die Trophäe bekommen für 20 Mal das Visier abwischen. Sehr gut. Ach, Menno. Naja, aber ich habe jetzt gar nicht gesehen, was es dort Tolles gab. Aber ein bisschen Zeug zum Einsammeln sicherlich. Irgendwas habe ich auch eingesammelt, von daher wird das schon passen. Ach so, und das war's. Na super, toll. Nach Pavels Tod. Ach, Pavel war's. Irgendwie musste ich die schwarze Station erreichen, Ullmann treffen und mich von ihm zur Polis bringen lassen. Verteidigung klingt auf jeden Fall nach einer ziemlich chilligen Mission. Los, lade mal schneller. Ja, ich bin auf jeden Fall wieder richtig im Spiel drinne. Der erste Part war schwierig, so von denen, die ich jetzt aufgezeichnet habe. Da musste ich erstmal wieder reinfinden ins Spiel, dann dieses unfassbar behinderte Steuerungsgedöns von diesem Wagen mit dem Geschütz. Keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat mit den zwei Sticks hier, mit dem linken Stick. Was war es, links und rechts und mit dem rechten Stick oben und unten steuern? Warum? Naja, egal. Oh. Gucken wir erstmal in unser wunderbares Journal. Oder Tagebuch. Oh, alter Schwede, eine große Mission. Oh. Verpisst euch. Oh Mann. So, an die Dosen stolper ich mal nicht. Muss ja nicht sein, ne? Nicht, dass wir hier wieder aus Versehen irgendjemanden anlocken. Oh, da ist jemand. Dann machen wir mal alles gekonnt aus. So. Tsching. Ist das ein Ombre oder ist das ein Gegner? Naja, werden wahrscheinlich keine Freunde sein. Doch, tatsächlich. Ein Mensch, aber wie? Komm her, schnell. Oh ja, danke.
Hallo! Endlich, Freunde! Sprich mit dem Hauptmann! Wir stecken hier okay. Tief in der Scheiße! Na super! Juhu! Ey, ist das nicht der Typ, der da vorhin tot an der Frontmission lag? Geh und sprich mit dem Hauptmann! Ja, haben sie ja gekonnt gemacht. Oh, was ist denn das für ein ekliges Glockenläuten hier? Das ist ja scheußlich. Gut, wir müssen anscheinend mit dem Hauptmann reden, ja? Hallo, bist du der Hauptmann? Rede mit mir, wenn du der Hauptmann bist. Hallo. Scheint nicht der Hauptmann zu sein, dann müssen wir einfach mal noch ein bisschen weiter gucken. Er ist der Hauptmann. Ich weiß nicht, was du hier draußen machst, aber ein weiterer Urlaub. Schütze ist immer willkommen. Der Weg zur Station ist gesperrt, bis die Evakuierung abgeschlossen ist. Super. Mach dich kampfbereit. Nimm alle übrige Munition aus dem Lager. Du bist jetzt einer von uns. Wir nennen unseren Trupp Kinder des Untergrunds. Freunde, wir müssen den Feind ein paar weitere Minuten aufhalten. Ich will nicht lügen. Dies wird kein schöner Kampf. Oh Gott. Aber denkt an unsere Lieben in der Station. Jede Bestie, die unsere Linie durchbricht, wird ihnen keine Gnade zeigen. Also... Und laden. Zeigen wir diesen Freaks wie echte Menschen. Yeah. Das ist Motivation. Ich bin dabei. Oh Gott. Kann ich noch umkehren? Oh, was sind denn das? Vor allen Dingen die Rohre dort sind auch chillig. Da kommt bestimmt keine fiesen Kreaturen durch. Alter. Was zur Hölle? Was war denn das? Wir haben Verluste! Ey, der ist weg? So ein schöner Tag heute. Ach nee, da so. Nicht langweilig. Was war denn das? Zwei sind tot? Verdammt! Ich will gar nicht gegen das kämpfen, was da ist. So viel dazu? Pumpgun. Wir sind alle erledigt. Kämpfte Feiglinge. Ja, da macht's richtig. Oh, da ist irgendwas. Da ist irgendwas. Da! Verkleckt. Oh, die Nachladezeit ist bloß ziemlich behindert von der Waffe. Dann gibt's natürlich wieder schöne AK-Action. Oh. Hab ich hier nicht irgendwie noch andere Granaten? Hier, guck mal. Flashbangs, nehmen wir mal die. Ja, voll geflasht. Aber was hat Ben gemacht? Leute! Leute, ich habe keine Mut mehr! Was sind denn das für eklige Dinger? Irgendwas mit Flügeln. Ich will es gar nicht wissen, was es ist. Ich will es einfach nur vernichten. Ja, dich auch noch. Dich auch. Oh, fuck it. Das habe ich aus Versehen in unserem Dude hier umgelegt. Es werden hier immer mehr. Oh, Leute. Das ist doch langsam nicht mehr witzig hier.
Alter. Was ist denn das jetzt? So eine kranke Scheiße. Gefällt mir. Erstmal wieder re-equippen hier. Scheiße. Irgendwas ist auf jeden Fall mit Artyom, ey. Alle verrecken außer ihm. Oh nee. Oh nee. Hey, hier, der chillt, der lebt noch. Hallo? Verdammt nochmal, rede mit uns, du Bastard. Ah, jetzt. Es sind so viele Mutanten durchgekommen. Bolis muss gewarnt werden. Aber meine Tage sind gezählt, wie du sehen kannst. Ich habe einen wichtigen Auftrag für dich. Gehe zu unserer Funkstation. Kontaktiere Bolis und sende die Notmeldung, die ich vorbereitet habe. Viel Glück, Bruder. Okay. Und sonst so? Alles klar? Geht's dir gut? Soll ich dich jetzt hier liegen lassen? Ich will dich aber lieber mitnehmen. Ich brauche irgendjemanden, der mir... Alles klar, da kommt schon wieder irgendwas. Dann muss ich dich wohl leider hier liegen lassen. Alter Schwede. Ja gut, dann gehen wir mal hier runter. Ja, aber vielleicht haben wir ja Schwein und hier... So viel dazu. Es sind nicht so viele von diesen Kreaturen. Oh Mann. Oh Mann. Oh hier. Sehr gut. Ein wenig Loot für uns als Belohnung und ein Journal. Sehr gut. Klick. Eintrag 1. Hier fühle ich mich wie zu Hause an der Messe. Die Leute hängen an ihrer Station, genau wie wir. An ihren einfachen Heimstätten, ihrem bedeutungslosen Leben im Untergrund und die trostlose Zukunft, als wenn es für sie noch Rettung gäbe. Alles umsonst. Ich kann nur hoffen, wir können nur hoffen, dass es noch einen kleinen Aufschub gibt, bevor wir alle im ewigen Schatten enden. Und trotzdem geben sie nicht auf. Ich sollte auch gehen. Die Zeit wird knapp. Na super, dann mache ich das doch mal. Und schon wieder diese wunderschöne, bedrückende Musik im Hintergrund. Ganz toll. Also atmosphärisch ist das Spiel wirklich eine Wonne, muss ich sagen. Hammer. Es war natürlich wieder klar, dass ich nicht damit fahren darf. Dann lauf mal zu Fuß. Ist auf jeden Fall super sicher. Eigentlich noch diese Gasmaske auf. Oh nein, ich bin doch so bescheuert. Ha, guck mal, der hängt übelst rum. Oh Gott. Ja, gut. Ah, so macht man das also. Alles klärchen. Nehmen wir mal hier zusätzlich unser Feuer. Das sorgt noch für ein bisschen mehr Licht. Boah, die sehen schon echt mies aus, die Kreaturen. Ist hier noch was zum Einsammeln? Nein. Ja, da hängt noch einer rum. Oh. Der blutet sogar noch. Hm. Ey, ich trau dir diese Ruhe hier nicht. Das wird doch gleich ganz ekelhaft werden. Ich sehe es doch schon.
Jetzt sind wir auch noch fucking alleine. Sagt nur unser Weg. Er sagt immer geradeaus. Dann gehen wir mal hier lang. Erstmal hier. Was geht, mein Freund? Da sind schon wieder so eine Springratten. Wo sind die jetzt hin? Na so. Oh, die sind ja richtig behindert. Alter Schwede. Hab ich's? Kommen die hier einfach aus diesem scheiß Loch rausgekrochen? Oh. Oh nein. Ich hasse solche kleinen, schnellen Gegner. Aber ich habe eine sehr, sehr gute Idee. Diese hier. Ja, super. Und wir haben natürlich wieder nichts. Ja, auch wunderschön, dass die hier einfach mal aus allen möglichen Ritzen klettern. Kackviecher! Biebt euch! Hey, die gehen mir richtig aufs Schwein. So. Hier scheinen wir erstmal sicher zu sein. Oh, hört so wieder zu. Scheiße. Geiles Ding. Schön zusammengezogen. Ja, der Dude hat es wahrscheinlich hier auch versucht zu überleben. So, jetzt aber. Na los, kommt ihr kleinen Biester. Ja. Na los. Bisschen Geld sammeln wir doch rein. Da geht's hoch. Hier gibt's ein kleines Beichtkämmerchen. Ja, aber zum Glück machen die nicht so viel Damage. Aber alter Schwede, wie krass beschissen wird denn das auf dem hohen Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, das macht da nicht wirklich viel Spaß. Oh, und den hat's auch ganz schön zerlegt hier. Hier kommt noch Musik. Ah, das ist leider zu. Hier geht's weiter, hä? Ja, cooles Ding. Aber wie ihr mich natürlich kennt, gehen wir erstmal hier hoch. Stehen einfach mal Betten im Gang, okay. Das ergibt schon Sinn. Und hier gab es einfach noch ein bisschen Loot für uns. Schönen, guten, alten Loot. Was sagt denn die Zeit eigentlich? Naja, okay. Oh Gott, scheiße. So langsam sollte ich mal wieder zum Ende kommen. Oh, wie schnell die sich auch verpissen wieder, die Viecher. Ach, ich hasse die. Oh Gott, was war denn das? Oh Gott. Ja, du, nochmal so ein Ding. Und es wird noch ungemütlicher. Ja, und das war's anscheinend hier. Ja, na gut, dann haben wir aber auch nichts verpasst. Das ist schön. Oh, fuck. Mal wieder schön innen ins Gesicht kassiert. Da ging's da auch noch lang. Was sind das hier? Oh nein, ein Glöckchen. Damit ich die Viecher anscheinend anlocke. Na super. Ah, gut. Oh oh. Von hinten war das doch, hä? Boah. Ah, da war wieder so ein Wandkrabbelvieh. Ganz schön ugly. Kuckuck.
Dafür gibt es ja noch ein bisschen was zum Einsammeln. Sehr gut. Ding dong. Ah, hier oben haben wir doch noch was entdeckt. Ein cooles Kämmerchen, wo es anscheinend nichts gibt. Oh. Außer eklige Geräusche. Ja, jetzt hätte ich aber schon wenigstens ein Journal hier erwartet. Naja gut, dann fallen wir hier durch. Ah, okay, jetzt sind wir hier unten in dem Zug. Alles klar. Da ist eine Falle. So einfach geht das nicht hier mit uns. Klick, klack. Naja gut, aber müssen wir drüber hüpfen. So. Klick. Ja, Munition können wir auf jeden Fall gerade richtig gut gebrauchen. Deswegen suche ich mir gerade diesen ganzen Mist hier auch ab. Aber jetzt reicht's auch. Ja, die Zeit sagt nämlich auch, weil die letzten Parts immer ein bisschen zu lang. Da werden wir hier auch so langsam jetzt hier zum Ende kommen. Gehen wir jetzt mal doch mal dorthin, wo es weitergeht. Das war nämlich hier. Da lang. Genau. Oh, hier geht's hoch. Oh, und da brauchen wir wieder unsere lustige Maske. Check. Ja. Kuckuck. Ach, können wir das jetzt hier ganz toll öffnen? Na super, das lohnt sich. Shortcut. Wie in Dark Souls. Hier gibt es Filter, aber die braucht man anscheinend nicht. Hm. Oh, hier gibt es eine richtig dicke Wumme. Alter Schwede. Die gucken wir uns doch mal noch an. Geil, die nehme ich mit. Müssen wir hier auch ein bisschen variieren, ne? Okay, da war es das, was es hier gab. Diese hässlichen Löcher, da muss man auch aufpassen. Ich bin doch ganz am Anfang, wo ich das Spiel gestartet habe, schon mal in so ein Loch reingefallen. Und du chillst hier. Naja, wenigstens einer, der die Ruhe bewahrt, hä? Naja, aber so wirklich safe sieht das hier nicht aus, wo ich gerade hinrenne, oder? Soll hier nicht. Oh Gott. Irgendwo die Station sein. Verpisst euch nur. Solange ihr noch die Möglichkeit habt. Langsam habe ich keinen Bock mehr auf diese Viecher hier. Die gehen mir gehörig aufs Schwein. Vor allen Dingen. Ah, die sind eigentlich von der KI ganz geil. Die kommen aber nur einmal kurz angejumpt. Beißen ein und dann rennen sie ganz schnell wieder weg. Ja, na okay. Oder vielleicht auch zwei oder dreimal. Boah. Vor allen Dingen sehe ich hier nichts. Und die Frage ist auch überhaupt, möchte ich denn hier was sehen? So, hier geht's noch rum. Ne, da waren wir schon. Ich habe hier echt kaum eine Übersicht. Das ist wirklich tricky. Oh. Scheiß Vieh. Nein, jetzt ist er auch noch entkommen. Verdammt. Mein Gott, gehen die mir aufs Schwein. Da oben hängt der noch rum. Und hier geht's anscheinend nicht weiter. Ja, aber die Viecher werden einfach ein bisschen zu inflationär benutzt hier.
irgendwie war das am Anfang gruseliger, wenn ich so ein Ding angesprungen habe. Mittlerweile ist es einfach nur noch nervig. Aber das kann auch am Schwierigkeitsgrad liegen, weil ich denke, wenn du das hier auf Hardcore spielst, dann ist das schon richtig, richtig, richtig beschissen. Wechseln wir mal unseren Filter. Ja. Ich glaube, hier müssen wir durch. Genau. Ja, und ich wollte eigentlich zum Ende kommen. Unfassbar, wie ich das schon wieder nicht hinbekomme. Geht's hier weiter? Ja. Da müssen wir dann lang. Da muss ich jetzt bloß noch mal irgendwas Cooles machen, damit wir einen Safe Point fahren. Ich renne einfach mal ganz schnurstracks hier hinter. Kletter hier hoch. Weil die Zeit sagt, ja, jetzt sind wir ja schon wieder so lang wie die anderen Parts. Super gut. Oh, fuck. Was war denn das? Ach, guck mal, da unten liegt ein kleines Püppchen. Sweet. Aber hier ist auch nicht. Aber mir geht das gerade gehörig auf den Sack. Ich mache jetzt mal das hier. So. Jetzt soll uns doch mal hier noch was vormachen. Klick, klack. So, hier, guck mal, wie schön hell jetzt die Taschenlampe ist. Das ist doch schon mal ein ganz anderes Spielgefühl. Da droppen wir uns jetzt mal hier runter in den Tod. Hopp. Kuckuck. Ist ja was? Nö. Ist vielleicht doch besser. Naja, das kam ja ein bisschen spät. Naja, aber super, dass uns das dann noch mitgeschadet hat. So ein Kackvieh. Ich höre doch hier schon wieder irgendwas. Kuckuck. Ja, gucken wir mal noch hier hinter. Der Schild erinnert. Mein Dude. Ach ne, die Mucke können wir mal anmachen. Oder anlassen. Macht's ein bisschen wohliger. Aber hier gab's nichts. Kein Journal, kein gar nichts. Das können die mir doch nicht erzählen. Das war alles umsonst hier hinten. Och Mensch. Naja, gut. Naja, dann klettern wir nochmal hier hoch und gehen oben lang. Weil ich glaube, da sind wir ein bisschen gesaved vor diesen komischen Viechern, aber das ist, glaube ich, auch nur eine Einbildung. So. Dann gehen wir jetzt mal einfach noch hier geradeaus weiter. Schön dem krummelnden Fauchen entgegen. Oder dem Puppengestöhne. Na toll. Ja, und ich habe echt keinen Bock, dass wir auch so enden wie die ganzen Pietz, die hier unten an den Ecken chillen. Hört ihr das? Naja. Werden wir jetzt anscheinend herausfinden, was das ist. Oh, oh. Onkel, Onkel, komm schon, steh auf. Wir werden gefressen. Bitte wach auf. Warum schläfst du noch? Lass uns zu Mama gehen. Du hast gesagt, du bringst mich zu Mama. Du hast es versprochen. Hau ab, lass mich in Ruhe. Mama hat gesagt, ich soll nicht mit Fremden sprechen. Bitte, Onkel. Boah. Bist du verletzt? Sag etwas. Er wacht nicht auf. Ich glaube, er ist tot. Er ist tot, oder? Wie komme ich jetzt nach Hause? Du nimmst mich mit? Ich kenne dich gar nicht. Aber wenn nicht, werde ich wohl von den Monstern gefressen. Du hast eine Waffe? Okay, dann sollte ich wohl mit dir gehen. Du kannst Monster erschießen, oder? Ja. Okay, mein Name ist Sascha. Du schießt und ich gebe dir Rückendeckung. Ich hasse es, meinen Onkel hier zu lassen. Super cool. Ich habe meinen Onkel besucht. Er wollte mich nach Hause bringen, als die Monster kamen.
Sie sprangen ihn an. Er begann zu schießen. Aber jetzt haben wir aber... Oh Gott, jetzt ist die Steuerung ganz schwammig wegen dem kleinen Jungen. Stark. Er hat ihn mit dem Messer getötet. Du siehst nicht so stark aus wie Onkel. Ich werde dir helfen müssen, sonst werden wir beide gefressen. Oh, da haben wir ein Journal. Oh Gott, ach hier, toll, alles abgesucht und trotzdem eins verpasst, unfassbar. Gut, machen wir mal noch das Journal und dann werden wir hier diesen Part beenden, der jetzt sogar noch länger geworden ist als alle anderen, obwohl er wieder nicht so lang werden sollte, unfassbar. Gut, also, Verteidigung, Eintrag 3. Die Kinder der Metro, manchmal habe ich das Gefühl, dass jene, die im Untergrund geboren wurden, nie die Sonne gesehen haben, eine völlig neue Art sind. Dieser Junge ist gerade durch die Hölle gegangen, hat nur aus purem Glück überlebt und er verhält sich, als sei nichts gewesen. Er spricht ruhig und rational. Ich erinnere mich an den Tag in der Station, in der meine Mutter und ich zuerst lebten. Als wir in die Metro gegangen waren, wir wurden von Ratten angegriffen, Mutter starb. Und die Ratten, sie und ich wurde von Sukhoi gerettet. Er erzählte, ich habe danach mehrere Monate lang nicht gesprochen. Kein Wort. Und dieser kleine Junge, vielleicht härtet die Metro uns ab. Vielleicht werden die Generationen, die ohne Sonne aufwachsen, aber auch ohne Furcht, die Erde zurückerobern, wenn ich ihnen eine Chance gebe. Ja, klingt gut. Klingt gut. War ja ein ziemlich nervenaufreibender Part, meine lieben Freunde. Ich bin vollkommen durch. Oh, harte Kost auf jeden Fall. Und ich glaube nicht so wirklich, dass das jetzt wieder zurückschraubt, das Spiel. Jetzt scheint es wohl richtig loszugehen, aber schön. So macht mir das doch ordentlich viel Spaß. Ich bin's natürlich, euer BeatDude. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin.